Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge Nummer 12 von Wallheim. Wir sind eigentlich unterwegs, den Eigtürk zu machen. Allerdings bin ich so ein bisschen noch am Überlegen, ob das der richtige Weg schon ist, weil wir haben hier noch einen Hirschfellumhang. Da müssten wir noch Knochenreste für haben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir vielleicht erst noch hier irgendwie so den Lederhelm auch noch machen müssten oder sowas. Ich glaube, wir sind noch nicht stark genug, um den zu bekämpfen, weil ich glaube, diese Sachen braucht man alle. Was können wir denn hier noch machen? Hier können wir gerade nichts machen. Lass uns mal gerade gucken, was wir noch in den Kisten haben. Das können wir da reinstecken. Das Essen wird ja nicht schlecht, hatte man mir gesagt. Das ist schon mal voll cool. Das nehmen wir mal raus. Holz brauchen wir bestimmt auch, wenn wir noch was basteln wollen. Das können wir mal stacken hier. Das rüsten wir mal. Nee, rüsten wir noch nicht aus. Wenn wir noch jagen gehen, dann brauchen wir nicht die teuren Pfeile nehmen. Das kann hier bleiben. So. Das. Ich weiß nicht, ob wir Steine noch gebrauchen können. Ja, ich glaube, wir brauchen die Ressourcen. Nehmen wir besser erstmal gerade alle mit raus, bis aufs Essen und die fertigen Sachen. Das war es da erstmal. Jetzt noch in die Kiste geschaut. Hier, die brauchen wir. Ja, das ist erstmal gut. Jetzt gucken wir an der Werkbank, was wir noch basteln können. Holzpfeile, Feuerstein, Axt, Steinaxt, Hammer, Keule, Hammer, Hammer, Hammer. Hacke, weiß ich gar nicht, ob wir schon eine Hacke haben. Ne, Hacke haben wir noch nicht. Doch, haben wir doch schon. Feuersteinmesser, ne, Holzschild. Holzschild könnte man bauen, ne? Aber ich glaube, den sollte man im Fernkampf, und ich werde sowieso Fernkampf machen müssen. Weil ich glaube nicht, dass man den anders kriegt. Ich meine, irgendwo gehört zu haben, dass man die Feuerpfeile dafür braucht und dann geht's voran. Können wir was aufwerten? Ja, der Bogen könnte aufgewertet werden. Grober, aber zweckmäßiger Bogen. Ja, komm, das machen wir. So, dann können wir nichts mehr aufwerten, weil wir Leder nicht mehr haben. Auch wenn wir Leder hätten, dann könnten wir den Bogen noch wieder aufwerten. Stufe 3 würde noch gehen an der Werkbank. Okay. Das sollten wir definitiv dann auch noch tun. Ich sag mal, wir spielen erst das Intro und dann gucken wir weiter, ne? Bis gleich. So. Auf in die Wildnis. Und geschaut, warte mal, mach mal erst die Hütte hier zu. Geschaut, dass wir noch das ein oder andere Wildschwein jetzt kriegen. Hier ist aber gerade keins. Ist da hinten was? Hier hinterm Baum ist doch was, oder? Da ist nur ein Ast. Haben gar nichts gegessen, sehe ich gerade. Das machen wir natürlich erstmal. Der Wind kommt von da, ist Gegenwind, das ist gut, dann riecht uns keiner. Aber hier ist doch irgendwie was, oder? Aber da finde ich jetzt nichts, oder? Shit. Unser Bogen ist jetzt raus, aber der Ding ist weg.
Weiß nicht, ob ich das hier schon mal gelesen habe, aber ich glaube schon, ne, oder? Dort, wo das Gras am Boden wächst und der Himmel hoch oben blau ist, wird immer einer gemein zu Hause sein. Okay. Ja, irgendwo bellt da. Ich glaube, da hinten habe ich auch was bewegen sehen gerade. Ah, so ein alter Gräuling, ey. Knüppel und los geht's. Ich glaube, der hat uns schon entdeckt. Irgendwo was anderes, was wichtiger wäre als so ein Gräuling. Wohl nicht. Dann wird schon dunkel. Ein Wildschwein, das wäre ja jetzt noch was, ne? Aber wie so immer ist keins da. Warte mal, lass uns mal die Pfeil und Bogen nehmen, weil da ist gerade ein Reh. Da hinten läuft's weg. Es ist Gegenwind, es wird uns nicht riechen. Ich sehe es aber gerade nicht mehr. Ja, das war's wohl. Nee, ne, oder? Ah, die Geräusche kommen hier überall weg. Ich sehe es aber nicht. Erwischt. Sehr gut. Wieder Leder oder Fell. Ein Wildschwein wird uns noch gut stehen, ne? Ich fange an zu frieren, ja. Schade, ne? Ja. Das Feuer ist hinter der Hütte, ne? Und ein Wildschwein ist hier nämlich. Tja, jetzt sind wir am Feuer und jetzt wird uns ein bisschen warm, ne? Aber ich würde jetzt gerne lieber irgendwo noch was jagen, aber pff, weißt du was, lass uns eine Runde schlafen, hat keinen Sinn. Weil, ne, wenn es dunkel ist, bringt das nichts. Ein Boot aus dem dunklen Holz und zerfetzten Segeln liegst du mit dem Brust verschränkten Armen. Verschwommene Gesichter wie Daumen drücken in der Dunkelheit. Trillern vertraute Lieder wehren sich dir aus mir. Kann man gar nicht lesen. So. Ist da hinten schon ein Hirsch? Sind da gleich zwei? Das ist jetzt nicht wahr, oder?
Oh, shit. Na schade, das war zu lange gewartet. Aber naja, wir haben einen wenigstens. Ist hier irgendwo was? Ne. Wo ist der Hirsch? Da rechts ist er. Jetzt sehe ich ihn aber nicht mehr. Kappen. Wo ist er verändert? Hier. Wunderbar. Aber jetzt wären noch ein paar Wildschweine schön, ne? Die laufen doch hier auch immer rum. Knüppelaußensack geht besser, ne? Wunderbar. Lederrest haben wir auch. Müssen wir noch gucken, gibt es noch eins hier? Manchmal sind die ja zu zweit unterwegs, ne? Aber ich sehe kein zweites. Schade. Oh, da sind die, da will ich nicht hin. Ist da hinten was? Ne, ich glaube nicht. Also ich laufe jetzt leider mit dem Wind, das ist dann schon schlecht, dann riecht nämlich, denke ich. Jetzt können wir wieder was zu essen vertragen, ne? Was fehlt uns denn? Die Himbeere. Aber Bären haben wir zu wenig, ne? Können wir noch welche pflücken. Da sind welche, oder? Sind zwar Sträucher, aber ist nichts dran. Ein Wildschwein. Knüppel habe ich, ja. Noch eins da? Nee, leider nicht. Aber da sind die Bären.
Haben wir alle, ich denke schon, ne? So. Ist hier noch irgendwo was? Ja, da hinten ist es. Da ist der Hirsch. Sehr schön. Haben wir die Sachen alle? Eigentlich klappt das schon mit dem Schießen ganz gut, ne? Da ist dieses komische Volk, ne? Da ist auch eine Hütte von denen. Ne, da gehen wir jetzt nicht hin. Obwohl in der Hütte bestimmt coole Sachen vielleicht sind, ne? Gibt's hier noch ein Wildschwein? Keins da. Das denn ist auch keins. Kein Wildschwein mehr da. Hier liefen immer welche rum. Und da hinten läuft einer, aber das ist einer von den anderen Typen. So ein Gräuling, ne? Harz haben wir jetzt, aber ich wollte auch Wildschweine haben. Aber hier laufen keine Wildschweine rum. Da hinten läuft was rum, aber wahrscheinlich nicht das, was ich haben will, oder? Oder sind das Büsche oder Bäume? Ne, sind Bäume. Hier liefen immer zwei Wildschweine rum. Können wieder was zu essen vertragen. Der Pilz ist alle. Also die Richtung ist schon richtig zu jagen, weil der Wind hier geht, ne? Da ist wieder so ein Typ. Ja, wo ist denn hier? Der ist nicht weit weg.
Das ist ein Stein, oder? Das sind Pilze da. Ich sehe keinen Hirsch mehr. Hier ist es neblig. Es ist nass. Ja, gehen wir zurück. Der Regen, der macht uns fertig. Feuer ist aus, das ist schlecht. Naja. Das ist kein Wildschwein, ne, oder? Doch, das ist ein Wildschwein. Oh, mit einem Schlag habe ich das erwischt. Okay, ich glaube, wir haben es erst. Jo, würde ich auch sagen, machen wir erst einen Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.